Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play World of Tanks. Wir fahren heute mal den Pershing. Ich habe das ja gestern schon versucht, aber der Versuch wurde, ja, was im Sinne des Wortes, eliminiert. Und da habe ich gedacht, pack's ihn heute nochmal aus, versuch's es heute nochmal. Vielleicht wird's ja besser, vielleicht kriegst du keine zwei AT-Hits gleich am Start rein. Boah, das war auch Pech, dass die beide getroffen haben. Das war nicht abgesprochen und die haben echt Bombe getroffen. Vorab eine kurze Info. Sage ich auch nochmal kurz in Info-Video, was heute kommt. WT-Tanks kommt heute nicht. Ja, warum sage ich in Info-Videos? In dem Info-Video, nicht Videos. Nur damit ihr das schon mal vorab wisst. Ach du Scheiße. Ich bin ehrlich gesagt glücklich, dass ich in diesem Team bin. Wenn wir jetzt auch noch die Anführungsstrichen richtige Seite haben, dann kann das für die Gegner richtig unangenehm werden bei derart vielen TDs. Aber, naja, es ist nicht so mein, ja, wir haben die richtige Seite. Ist aber generell nicht so mein Typ, die Map, die ist, na. Ich finde, also für mich jetzt als Achter hier wird es relativ schwierig, sich durchzusetzen, weil man hier, finde ich, erst gegen Ende ziemlich gut flankieren kann. Davor ist dann halt mehr oder weniger, ja, gucken, was man machen kann. Versuchen, irgendwo Damage zu machen, aber ob das wirklich funktioniert, ist dann die Frage. Auf anderen Maps geht das sehr viel besser. Und dann auch in T10 hier muss man gucken, was man da erreichen kann. Zum Glück haben die nicht die ganzen TDs. Das wäre halt noch schwieriger geworden. Aber ist halt ein Grund, weswegen ich die Map nicht ganz so mag, weil, ja, ist halt einfach für ein Medium jetzt für mich etwas schwieriger oder sehr schwierig sogar, das Ganze zu handeln. Ich guck mal, was da langkommt. Ich hoffe irgendwie, dass der da nicht langkommt. Ich habe jetzt eher mit dem T30 gerechnet. Jetzt muss ich mal eben Land gewinnen. Weil der ist im Platoon mit der Arti. Das hätte schnell etwas böser ausgehen können. Ja, jetzt dominieren sie das da natürlich ziemlich stark. Und meiner Meinung nach, da wirklich zu stehen, ist totaler Bullshit. Und ich lasse die jetzt hier mal machen. Ich glaube, das ist schon besser, wenn sie hier stehen und von hier aus defen, als wenn ich davor fahre. Und ich helfe da lieber da hinten, wo, naja, Not am Mann ist, könnte man sagen. Und da seht ihr einen Skiller den Berg runterfahren. Scheiße, ich habe gedacht, der Hügel wäre nicht so hoch. Ja, das ist immer das Problem, wenn man dann noch lenkt irgendwie, weil, habe ich ja schon mal, ich glaube, in den letzten Videos erwähnt, wenn man lenkt beim Springen, dann gehen die Ketten meistens kaputt, wenn man also seitlich irgendwie aufkommt. Shit, der kommt da gar nicht durch. Ich hole gerade meine T30. Ah, nee. Außerdem habe ich auf dieser Map echt schlechte FPS, muss man mal sagen. Also 420, 30, das ist schon echt wenig. Wenn ich das mal mit anderen Maps vergleiche. Und das finde ich ja auf den überarbeiteten Maps, gerade auf den überarbeiteten FPS-Maps. Also es wurde im nächsten Patch werden manche Maps von den FPS auch bearbeitet. Sprich, dass die da besser laufen. Und da habe ich echt festgestellt, es läuft echt bei manchen Maps grandios besser. Also ich habe teilweise wieder mit 100 FPS durchschnittlich gespielt, wo ich lange Zeit, ja, mehr oder weniger von weg war, weil, ja, keine Ahnung, hat das Spiel nicht mehr hergegeben. Und die Map fällt mir halt gerade auf, ist halt so das Gegenteil. Und ne, jetzt kann ich echt doch zum T30 fahren, oder was? Wobei, die machen das doch schon. Und das war halt echt nicht so, ist nicht so schön hier, weil das merke ich halt echt, die sind nicht, kurz mal eben unten, die sind standardmäßig nicht so hoch und das ist halt echt. Teilweise ist man da benachteiligt, aber ja, kann natürlich da nichts machen in die Richtung. Das Spiel im Grunde ebenso nicht. Okay,
Okay, das war mir ehrlich gesagt zu riskant. Da wollte ich nicht schießen. Ich hatte Angst, dass der Dingens mir davor fährt, der T57. Und ja, ich wollte nicht riskieren, den zu killen. Fuck. Der WT checkt auch absolut nichts. Puh. Das Problem ist, die können nämlich von da hinten auf uns schießen und ich denke mal, das machen sie auch. Deswegen wollte ich da primär auch weg. Lol. Hätte ich nicht erwartet, dass ich den treffe. Okay, der Foch macht ja den, glaube ich, jetzt weg. So, wenn wir den jetzt... Ah, schön. Oh, das sieht aber... Lol. 10,5 Watt? Ich hatte irgendwie gerade was anderes gesehen. Keine Ahnung. Dachte irgendwie, wir verlieren. Aber ich achte darauf manchmal nicht, wenn das so schnell auf einmal geht oder so. Ist das ja auch nicht mehr so einfach. Nein, es ist nicht mehr offen. Shit. Von hier aus sehe ich nichts. Sorry, T30, ich weiß, du hast 5 Kills, aber ich glaube, den hättest du sowieso nicht abschießen können. Oh ne. Ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Was? We didn't even scratch them. Wusste gar nicht, dass das bei dem geht. Und weg ist das Teil. Ja, T30. 5 Kills, aber halt irgendwie zu offensive. Und die hat sich da aber auch hochgesetzt, also. Auch nicht, dass man da hin kann überhaupt. Andererseits, das sind so Winkel, die versucht man einfach nur mit der Arti aus. Oder probiert man nur mit der Arti aus. Naja, trotzdem eine recht na, mittelmäßige Runde. Aber für T10 eigentlich ganz gut, für die Map halt. Wir hätten uns, also wahrscheinlich wäre es am besten gewesen, wir wären sofort nach hier hingefahren. Auf anderen Seite konnte man nichts. Ich habe dabei irgendwie darauf gehofft, dass der WT da schon irgendwie angreift. Der hätte ich ja durchkommen können. Nur, ja, war nicht so. Die Teleporter. Nice. Joa, 3000 XP war also gar nicht so schlecht. Joa. Naja, ich würde sagen, wir starten einmal noch eins. Gucken. Auf welche Map wir kommen und in welches Tier. T10 ist eigentlich, ich sag mal so, ich spiele mit dem lieber als mit den D45, weil ich irgendwie die Wumme finde ich besser. Kommt also sehr viel besser. Und ja, keine Ahnung. Ich habe immer das Gefühl, in T10 kann der ein bisschen mehr ausrichten als der T45. Das ist aber ja, meine Meinung. Von daher habe ich nicht so das große Problem, mit TC zu kommen. Kommt dann natürlich ein bisschen auf die Map an. Weil, ja, auf manchen Maps kann man gut flankieren, auf anderen weniger. Und, ja. Muss man dann gucken. So. Die haben eine gute Arti. Aber unsere ist auch nicht schlecht. Wir haben zwei Rheinmetalle und ein WT. Die haben ein E3. Oh, der E3, der wird richtig mies für mich. Was heißt hier Shit? Ernsthaft?
Der Rheinmetall schreibt jetzt Shit, weil er mit dem 8er 10er ist, mit der Wumme. What? Was soll ich dann sagen? Really? Leute. Oh nein, ihr Sieben, bitte, bitte. Alter, was macht ihr da? Man kann tendenziell nicht über links oben mehr angreifen. Es hat sich ausgelebt. Kann man nicht mehr. Macht man nicht mehr. Guck mal, jemand spottet. Schade. Ja, was die da machen. Ist mir auch ein Rätsel. Also der ISI mir, was macht der da? Das einzige Problem ist halt der E7, der macht mir da echt Sorgen, der kann das echt alles ziemlich runterreißen. Weil da muss er halt sehen, dass es klappt in der Mitte, ansonsten ist man da sehr schnell weg. Mein Gott, IS-3. Wo will der denn bitte hin? Case ist hier, was? Hä? Wie will der denn da bitte hinkommen? Über rüberfahren oder was? Ja, spottet ist klar. Ich hoffe, ich habe den gespottet. Das wäre nämlich schon ein schöner Damage. Ja, das Problem auf der anderen Seite steht halt. Ja, okay. Danke. T69 hier stand erst hier hinten. Ist da relativ unnötig. Hier vorne kann er safe stehen und bietet. Oder muss er an sich nur spotten. Und da kann man auch gut XP kriegen, indem man da einfach nur spottet und wenn die Gegner nah genug dran sind, halt auch Damage macht. Aber in erster Linie spotten, das ist. Und Panther ist weg. Ja, keine Ahnung, was die da gemacht haben. Ehrlich gesagt fahre ich auch sehr ungern hier lang. Ich fahre hier sehr selten lang, also über diese freie Fläche. Und auch sehr ungern. Oh, nice. Ich glaube, ich war offen. Wobei, ich weiß nicht, wahrscheinlich war ich gar nicht offen, sondern erst offen als. Der T34, oder ich war nicht offen, erst als ich geschossen habe, denke ich. Requesting Spot. Meine Herren, dieser IS-8. Mich erschreckt. Puh. Ich hab Schiss, weil die Lampe kommt 3 Sekunden nachdem ich offen war. Die Arti ist hier eingeranged drauf. Es kann sehr schnell zu Ende sein für mich. Andererseits habe ich hier auch ziemlich wenig Support, ehrlich gesagt. Die stehen da zwar nur. Da sind so viele Häuser. Ehrlich gesagt vertrete ich hier die gleiche Meinung wie bei Kompanie, mehr oder weniger. Die sollen erstmal die rausnehmen, die offen sind. Hey, fünf, wenn sie den rausnehmen, haben sie schon einen Zehner weg. Ah, der ist nach da auch gut, aber Zehner wäre besser. Und hier, ich meine, ich denke, die greifen nirgendwo an. Ich meine, wenn sie angreifen, würde ich die, glaube ich, sehen. Ich sehe ja hier alles. Ich muss halt sehen, dass ich nicht offen bin, weil dann haben wir gar kein Auge mehr. Außer in der ES3 und dann sind sie eventuell schon zu weit und können auf unsere City da schießen. Aber auch wieder eine Map, da kann ich sehr schlecht flankieren. Gegen Ende geht es teilweise sehr gut, wenn man halt eine Lane durchgepusht hat. Aber ansonsten
So, jetzt so wie wir hier sind, ist es recht schwierig. So, was ist da? Ja, da tummelt sich nicht wenig. Hier ist aber sind zwei Zehner, die ich gerade nicht spotte. Ich denke, die stehen da hinterm Haus oder haben sie sogar vielleicht zurückgezogen. Wobei, das kann ich mir nicht vorstellen, weil, ja. Wenn sie sich nämlich zurückziehen, dann, ja, spotten sie da nichts mehr und dann könnten wir da angreifen und so weiter und so fort. Ja, eigentlich hatte ich vor, dem E100 die Ketten abzuschießen, hab dann aber gemerkt, ich kriege meine Wumme gar nicht weit genug runter. Dann dachte ich mir, ja, Schaden, der tut's ja auch mehr oder weniger. Dem E3 dann gedamaged. Das Problem ist, ich bin jetzt zu schnell offen. Und ich muss sie höllisch aufpassen vor der Arti. Die wird mich hier so schnell wegknallen wollen, weil ich halt ein dickes Problem für die bin. Der E3 ist fast tot, der E100, den werde ich jetzt eventuell nochmal spotten. Weil der E3 zielt auf mich. Hä? Aloy? Das ist echt passives Spotten, was auch funktioniert. Ich war nicht offen. Ja, die haben nur standardmäßig drauf gezielt. Also muss man jetzt aufpassen. Wenn er schon standardmäßig drauf zielt. Ja. Ich weiß es nicht, ob ich. Ah, okay, jetzt verstehe ich es. Jetzt verstehe ich es. Ah, ich werde nicht gespottet, aber dadurch, dass er die Lampe ebenfalls drin hat, denkt er halt sofort, dass ich hier bin oder dass ich spotte. Und das ist es. Dadurch weiß er halt, dass ich hier dann wieder bin. Lol. Sowas ist natürlich auch genial, halt passives Spotten. Ist auch gut funktioniert. Jetzt bin ich aufgegangen, das war klar. Und nur ein bisschen rumdancen hier. Sehr geil. Bin gespannt, wie viel Spotting Damage ich am Ende habe. Ja, ich werde da jetzt nicht drauf rushen, das sind immer nur zwei Zehner. Ich habe irgendwie die Hoffnung, dass ich den E3 nochmal spotte. Geht doch. Ja, da komme ich nicht durch, das hat keinen Sinn. Ja, waiting for it all time, but only three. Ja. Ich kann nicht rum. Wenn der weg ist, dann können wir rushen. Aber der muss weg. Darauf habe ich gewartet. Und ich bin soweit nicht aufgegangen. Geil, ich muss mir die Stelle merken. Ich bin ja echt gerade vorher noch nie wirklich lang gefahren. Weil ich so ein Gewohnheitstier bin. Wenn ich einmal eine Strecke habe, die auch wenn sie nur halbwegs funktioniert, dann ja, bleibe ich bei der, dann fahre ich nicht mehr anders. Aber ist es an sich nichts Schlechtes, was Neues auszuprobieren? Ich mach's halt nur nicht. Das ist so ein Fail von mir, könnte man sagen. Er ist ein Stein, das ist das Problem. Und den Turm. Ich fahr drauf. Ich habe ja noch das E100 Wrack, oh shit, der versperrt den ganzen. Leute, man kommt hier nicht rüber. Glaube ich, der E100 hat komplett das ganze. Da versperrt das Ganze. Da vorne kann man ja noch nicht wirklich rüberfahren. Kommt er erst noch?
Nope. Ah, okay, jetzt verstehe ich die Aktion von einem T-55. Der wollte sich nicht umbringen, der wollte rüberfahren. Hat's halt nicht geschafft. Ja, ist blöd vom E-100 gewesen. Also, das heißt blöd, eventuell auch gut, aber naja, für den T-55 jetzt blöd. Wenn sie ihn dann noch Noob geschimpft haben, das ist dann echt. Ich meine, war ja keinesfalls seine Schuld. Konnte ja nichts für. Ja, ein Match mit weniger Damage, aber ich hoffe ein bisschen Spotting Damage. Wer war die Ruste lastig? War die Runde lustig? Ja, passiv scouten. Oh, jetzt hat er sich. Alter, die haben drei Leute gehabt, die irgendwie nicht gekillt wurden von uns. Boah, dieser IS-8, ey. Solche Leute nerven mich auch. 3500 Spotting Damage. Das ist der komplette E100. Da habe ich nur 1800 bekommen. Okay. Vom E3 habe ich gar nichts bekommen. Okay. Lol. Ja, da habe ich ja. Okay. Also vom E3 hätte ich gedacht, hätten wir, habe ich auch noch was bekommen, aber. Okay. Aber trotzdem geil. Und so hat man keine Credits kosten. Ist natürlich, ja, schlecht Schaden, aber für die Runde, wenn man leveln will, kein Problem. Ja. Also, das ist eigentlich echt gut gewesen. Von uns, also, war jetzt gut gespielt. Naja, soweit so gut. Ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen, falls euch diese Runde gefallen hat und dieses Video, dann würde ich mich über einen Daumen hoch sehr freuen. Und ansonsten würde ich sagen, bis zum Infovideo, da erfahrt ihr dann alles andere, so wie die Tanks und so weiter und so fort. Ja, bis dann. Tschüss.